dann bist du der absolute Meister oder die absolute Meisterin in deinem eigenen Leben. Und du kannst mit widrigen Umständen spielerisch und ganz leicht umgehen. Und natürlich ist es angenehm, wenn es uns gut geht, wenn alles läuft, wenn alles fließt, wenn alles auf uns zukommt. Das ist die Vorderseite der Welle. Ich spreche hier von der Rückseite, von der hinteren Seite der Welle. Wenn wir diese gut handeln können, dann sind wir im absoluten Vorteil. Und wenn es dann mal wieder so weit ist, dass uns die Dinge nicht gelingen, dass es nicht funktioniert, dass es nicht fließt, dann sind wir ganz automatisch gelassener, ruhiger, können genau erkennen, was gerade vor sich geht, was da gerade passiert. Und wir wissen ganz genau, warum es jetzt aktuell so sein muss, wie es eben ist. Und da gibt es viele Beispiele. Einige erzähle ich dir hier in diesem Video. Und eine Biografie von einem Mann, von einem jungen Mann, der über 25 Jahre sehr viele Schicksalsschläge erleiden musste und dann nach diesen 25 Jahren auf die andere Seite der Welle gekommen ist. Er machte Bankrott. Er kandidierte für den Senat und wurde nicht gewählt. Er machte nochmals Bankrott. Das Mädchen, das er über alles liebte, starb. Wow! Daraufhin erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Er kandidierte für den Kongress und wurde nicht gewählt. Er kandidierte nochmal für den Kongress und wurde wieder nicht gewählt. Jetzt kandidierte er nochmal für den Senat und verlor wieder. Er kandidierte für das Amt des Vizepräsidenten und wurde geschlagen. Er wurde auch beim dritten Versuch in den Senat nicht gewählt. Wer war dieser Mann? Abraham Lincoln, der populärste Präsident der Vereinigten Staaten. Und das, was ich dir gerade vorgelesen habe, das war die Rückseite der Welle oder der Reifungsprozess der Welle. Und da ist das Leben sehr kreativ, uns eben Ereignisse oder Situationen zu bringen, die uns reifen lassen. Ein Diamant entsteht, wenn Kohlenstoff unter sehr hohem Druck ist. Dann entsteht ein Diamant. Du bist ein Diamant. Jeder von uns ist ein Diamant. Aber wir wollen diesen Druck nicht. Wir wollen diesen Reifeprozess nicht. Wir wollen nicht, wenn es nicht läuft. Wir wollen es einfach nicht. Nelson Mandela im Gefängnis und dann Präsident. Die Erfindung der Glühbirne. Edison. Er hat 10.000 Versuche gemacht. Bis ihm die Varianten, die nicht funktionieren, ausgegangen sind. Und dann sagte er, ja, dann musste ich es irgendwann schaffen. Aber dieser Reifeprozess hat sehr lange gedauert. Und wir verwenden die Glühbirne bis heute. Eine Raupe, die zum Schmetterling wird, kommt in den Kokon oder baut sich seinen eigenen Kokon, reift in diesem Kokon zum Schmetterling. Und wenn es gerade nicht läuft, wenn es gerade nicht funktioniert bei dir, dann kann es sein, dass du in diesem Reifeprozess bist, dass du jetzt wieder auf die nächste Stufe gehst, dass du dich jetzt weiterentwickelst. Das ist nicht angenehm. Das ist wie in einem Geburtskanal. In einem Geburtskanal, das ist nicht angenehm. Da muss man viele Dinge abschütteln, weglassen, loslassen. Man muss vielleicht Identifikationen, die wir uns so vorstellen, es muss unbedingt klappen. Genau das will ich erreichen. Solche Dinge müssen wir dann vielleicht loslassen in so einem persönlichen Geburtskanal. Wenn wir die Dinge loslassen und frei werden, jemand hat einmal gesagt, wenn du alles loslassen kannst, alles, dann wirst du alles bekommen. Ein Naturgesetz. Und wenn wir durch diesen Geburtskanal durchgehen, dann entsteht Neues. Und manchmal fragen wir uns, ja, aber ich mache jetzt genau das, was ich vor 5 oder 10 Jahren versucht habe. Und vor 5 oder 10 Jahren hat das super funktioniert. Funktioniert jetzt nicht mehr. Du hast dich weiterentwickelt, du bist weitergegangen. Darum funktionieren alte Dinge nicht mehr. Jetzt herauszufinden, welche Dinge funktionieren jetzt in deinem Leben hervorragend.
Aber vorher kommt dieser Geburtskanal. Vorher kommt die Rückseite der Welle. Und das ist ungefähr so, wie wenn wir beim Skifahren auf einem Hang oben stehen und sagen, auf diesen hinteren Hang möchte ich gern rauffahren. Dann ist es besser, wenn ich vorne mit Schwung runterfahre und hinten dann leichter raufkomme. Das Gleiche geht mit dem Fahrrad auch. Als wenn ich den Hang runterfahre und habe die Bremse und habe Angst und Sorge und dann komme ich hinten nicht rauf. Das heißt, mit Schwung runter und hinten wieder rauf. Und dieser Schwung heißt, wenn es gerade nicht läuft, wenn du in diesem Reifeprozess bist, lass ihn zu, nimm ihn an. Und wenn der da oben verrückt spielt und Angst bekommt und Sorge bekommt, gib dem da oben gar nicht viel Raum. Denn der hat immer Angst, weil er jetzt nicht weiß, wie es weitergeht. Höre auf dein Gefühl. Und wenn du auf dein Gefühl hörst, dann wirst du merken, okay, ich bin jetzt in diesem Reifeprozess. Ich werde jetzt zum Schmetterling. Oder es bilden sich jetzt neue Möglichkeiten. Edison. Oder eine neue Karriere, ein neues Next Level in deinem Business. Abraham Lincoln. Und so weiter und so weiter. Und solche Beispiele gibt es Hunderttausende, Millionen. Sei du dein eigenes Beispiel. Und erkenne für dich selber, wenn es gerade nicht läuft, erkenne, ich bin in einem Reifeprozess. Ich nehme ihn an, ich lasse es zu. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ich bleibe dran und schaue, wo es mich hinzieht. Und da, wo es mich hinzieht, da experimentiere ich, da probiere ich, da versuche ich Varianten. Und dann bist du wieder Edison, du findest die Möglichkeit aller Möglichkeiten und diese gelingt dann. Und dann kommst du auf die Vorderseite der Welle und es geht steil nach oben. Und genau das wünsche ich dir. Und jetzt kurz auf Tirolerisch. Schön, dass du da bist. Gefreut mich ganz brutal, dass du bei dem Video dabei bist. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Video wieder dabei. Pfiati, Servus, bis zum nächsten Mal. Pfiati.